Ich habe es ein paar Freunden geschickt, die Hegel-Gegner sind. Und wie haben die reagiert? Amüsiert, positiv. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute im Gespräch mit Professor Max Otte über sein neues Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Er hat mir gesagt, das ist das Buch, in das er die meiste Energie reingesteckt hat, weil ihm daran ganz besonders liegt, ein autobiografisches Buch, das am 23. März herauskommt. Ja, lieber Max, wir sprechen heute über das Erwachen. So hast du ein Kapitel ja in deinem neuesten Buch genannt und da heißt es an einer Stelle: Ich bin heute noch dankbar, dass meine Seele um mein 16. Lebensjahr herum diesen Aufschwung zum Geistigen, diese Griffkraft erlebte. Was ist da passiert? Ja, erstmal zitiere ich da ja den Stefan Zweig, den großen Schriftsteller, der von den Nazis verbannt wurde und dann 1942 sich in Brasilien das Leben genommen hat. Der sagt, wenn die Seele, man holt Körperliches später noch nach, aber wenn die Seele nicht in der Jugend ihre volle Griffkraft erreicht und ihr geistiges Erwachen, dann kann man es später nicht mehr nachholen. So ungefähr. Und das zitiere ich. Und das muss ich sagen, es gab bei mir zwischen meinem 13. und 15., 16. Lebensjahr gab es einen richtigen Urknall, wo ich irgendwie merkte, boah, da tut sich was, da ballert das richtig los und die Sachen fangen an, mit sich miteinander zu vernetzen und Sinn zu machen. Und was in Amerika passiert, in Deutschland, Biologie, Chemie, Philosophie, irgendwie kam alles zusammen. Und man hat so einen Gesamtrahmen gefunden, da war ich so um die 15, um die Welt zu verstehen. Und danach war es dann einsortieren, in den Rahmen vielleicht auch vertiefen. Aber diese volle geistige Feuerkraft, manchmal konnte ich vor geistiger Feuerkraft, bin ich irgendwie unter der Decke geschwebt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Das waren Erlebnisse, das waren Explosionen im Gehirn. Und es war einfach schön. Über diese Phase hast du an einer Stelle auch geschrieben, dass Sprache mehr ist als bloßes Sprechen und unmittelbar mit dem Denken zu tun hat und dass es sich vielleicht auch lohnt, sich damit zu befassen, merkte ich mit 13. Das war ja relativ früh eigentlich. Ja, es ging um den Ortega y Gasset, der bei meinem Vater stand, Meditationen über die Jagd, also ein eigentlich banales Thema, das aber, wo Gasset dann so schön, also ganz tiefe Themen anhand dieses relativ klaren Hobbythemas entwickelt. Und zwar sehr, in einer sehr klaren, sehr, sehr schönen Sprache, immer mit konkretem Lebensbezug. Und ich hatte vorher keinen Bock auf Englisch und Latein und Deutsch. Das war mir alles irgendwie Mathe oder auch Geschichte oder Chemie. Da knallt es so schön. Und das waren Sachen, da konnte man Spaß haben, aber Deutsch und Englisch. Nee, und dann habe ich aber gemerkt, Sprache hatte direkt was mit dem Denken zu tun, als ich mich mit den ersten Philosophen beschäftigt habe. Und dann entstand auch das Interesse dafür. Dieses Erwachen, das hast du relativ schnell auch in geordnete Bahnen gelenkt, auch unternehmerische erstmals. Also mit 16 schreibst du hier, begann ich das erwähnte Nachhilfe-Business in etlichen Fächern von Englisch bis Mathe auf die Beine zu stellen. Ja gut, da war es dann gelenkte Bahnen. Also unternehmerisch ausprobiert hatte ich mich schon früher. Das war mein China-Böller-Handel. Ich habe also 7., 8. Klasse oder so, ging man dann zur Krämerin im Ort und ich habe von meinem Taschengeld jede Menge Feuerwerk gekauft. Das ging damals noch mit dem Alter, das war relativ unproblematisch und habe das dann aufgehoben. Und wenn dann die Schule wieder anfing, waren die alle leer geknallt und haben mir das Zeug in Einzelknallern zum Zwei- oder Dreifachen wieder abgekauft. Also das war ein schöner Arbitragehandel, das mache ich heute nicht mehr so. Arbitragehandel geht mir eher um langfristige Kundenbeziehungen, aber es war eine Erfahrung und später dann eben gesagt, okay, du musst eben auch materiell selbstständig sein, unabhängig sein. Wir hatten nicht viel Geld. Ein Lehrerhaushalt, zwei Kinder, Häuschen noch am Abbezahlen. Also deswegen habe ich relativ früh neben dem China-Böller-Handel, das erste war Zeitungsaustragen mit 7 oder 8 oder 9, so 9 würde ich sagen. Ja, aber klar, das habe ich dann durchgezogen. Ende der 70er Jahre änderte sich die Welt. War das die Welt oder war das Max Otte, der sich da geändert hat? Wahrscheinlich beides, so schließe ich das Kapitel ja ab. Also ich habe es aber tatsächlich gemerkt, wir hatten zwar immer noch viele Feste, auch in der Stadt und so, aber die Welt wurde weiter, aber auch ein Stückchen kälter. Also die Kneipen waren zwar immer noch voll, aber jede Familie hatte 1 bis 2 Autos, Farbfernseher waren überall. Also man merkte, dass dieser sehr enge soziale Kitt im Dorf ein Stückchen lockerer wurde, schon Ende der 70er.
Max Otte wäre ja nicht Max Otte, wenn dieses Erwachen nicht auch irgendwo mit Musik zusammenhängen würde. Die Doors, die haben eine große Rolle gespielt. Ja, also vieles. Wir haben vieles gehört, nur kein Disco, das war nichts für uns. Heute würde ich das anders sehen, weil wenn ich heute Bee Gees höre zum Beispiel, dann muss ich wirklich mich verneigen vor diesen perfekten Harmonien, vor diesen perfekt aufeinander eingespielten drei Stimmen, die ja schon als Kinder, als Brüder zusammen gestartet sind. Aber die Doors, also Jim Morrison war schon ein ganz besonderer, den zitiere ich ja auch im Prolog, also ein Poet, ein ganz tiefer Denker, allerdings auch mit einer dunklen Seite, Drogen ist Exzess, er hat sich ja totgesoffen und mit Drogen letztlich, wie viele andere in dem Alter auch, aber er hat wirklich tiefe Gedichte auch geschrieben und die Musik hatte schon was ganz besonders Meditatives, aber daneben haben wir Rockmusik gehört, ob das AC/DC waren oder Status Quo oder auch Deutscher Synthi, Pop ist es ja nicht gewesen, sondern eher Synthi-Musik. Also damals war Kraftwerk natürlich und Tangerine Dream, also es gab relativ breit. Du hast dann deinen Horizont nach und nach erweitert und da gehörten auch Auslandsreisen dazu für Sprachunterricht. Ja, als ich dann wusste, ich wollte auswandern, musste ja irgendwann das Englisch ein bisschen aufpolieren. Ich war dann viel in Südengland mit den üblichen Sprachreisen und habe dann da auch wirklich innerhalb von 2-3 Jahren mein Englisch auf ein sehr anständiges Niveau gebracht. Heute würde ich sagen, bin ich in vielen besser als Muttersprachler, aber als die meisten, nicht alle. Aber in manchen Bereichen fehlt es mir nach wie vor natürlich. Also das Vokabular in der Kindheit und Jugend, das holst du nicht nach. Also, aber im Englischen fühle ich mich so wohl wie im Deutschen, wenn ich wohle. Also das, die Sprache habe ich mir wirklich drauf geschafft. Das Latein habe ich irgendwann nach dem kleinen Latinum abgewählt. Aber ich bin sehr froh, dass ich Latein gemacht habe und nicht Französisch, weil Latein schon tatsächlich eine Basis ist für vieles. Ja. Zwei Bekannte haben auch, zwei Bekannte einer Schriftsteller, einer Philosoph, haben dich auch sehr stark geprägt und dir bei deinem Erwachen geholfen, Hegel und Eichendorff. Sehr unterschiedlich. Also Eichendorff als tief romantischer Katholik, einfach sehr schöne innerliche Gedichte. Er war Schlesier wie mein Vater und das hat vielleicht auch was damit zu tun. Also sehr, sehr zarte, tiefe Gedichte. Ich könnte einige zitieren, mache ich jetzt hier nicht. Ich zitiere ja ein bisschen was im Buch. Der Seher. Und Hegel ist für mich wirklich ein großartiger Philosoph. Er wird heute gerne als Feind der Freiheit diffamiert von Leuten wie Karl Popper, die ihn wirklich nicht wissen, was sie da geschrieben haben, der das als grandeliger Mann schon geschrieben hat, irgendwo in Neuseeland. Es kam gerade letztes Jahr zum 250. Geburtstag eine Biografie raus, Hegel, der Philosoph der Freiheit. Das Ding war nicht billig, über 35 Euro oder so, aber ich habe es ein paar Freunden geschickt, die Hegel-Gegner sind. Und wie haben die reagiert? Amüsiert, positiv. Also ob sie es lesen, wird sich zeigen. Aber also Hegel ist eben komplex. Es dauert wirklich lange, bis man anfängt, ihn zu verstehen. Wenn man einmal drin ist, versteht man ihn. Da hat er eine 22-bändige Gesamtausgabe, die steht auch hier in der Bibliothek. Aber Hegel ist eben kein linearer Denker, sondern sagt, Freiheit muss sich neu verwirklichen, muss sich brechen, muss reflektiert werden und versucht insofern die Realität auch wiederzugeben, aber sagt, das Wesen des Menschen ist seine Entwicklung oder das Wesen des Geistes ist seine sich Selbstfindung auch zur Freiheit. Aber das geht eben über Umwege, Spiralen. Das ist eben nicht so gerade. Es ist schwer in wenigen Worten zu fassen, aber es lohnt sich wirklich. Also er wurde ja auch von Linken, Alt-68ern und so gelesen und auch umgedeutet zum Teil, aber er ist ein großer Denker. Max Otte über sein Erwachen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ein wichtiges Kapitel in dem Buch über das Versprechen.